Notfalleinsatz des Rettungsdienstes in Zürich. Einer von mehr als 30.000 im Jahr. Trotz aller Routine beschleicht die Sanitäter vor Ort manchmal auch ein mulmiges Gefühl. Es gibt Momente, wo es wichtig ist, dass wir auf Rettung gepolt sind. Aber es gibt auch manchmal Momente, wo ich denke, hier wäre es nicht angebracht. Das will er sich ersparen. Stefan Walser hatte vor knapp 15 Jahren einen Tauchunfall, litt unter schweren Lähmungen. Mühsam hat er sich ins Leben zurückgekämpft, kann heute wieder laufen. Der 43-jährige Schweizer glaubt, ein zweites Mal würde er das nicht mehr packen. Bei einem Herzstillstand will er nicht wiederbelebt werden. Ich möchte nicht unbedingt ein Pflegefall werden, wo ich dann das Leben nicht mehr so genießen kann wie jetzt. Dann möchte ich lieber sagen, gut, okay, ich hatte ein schönes Leben, ich habe es genossen und wenn es soweit ist, dann ist es soweit für mich zu gehen. Angelina Horber kennt viele solcher Fälle. Die Krankenschwester behandelt schwerkranke Patienten in Güttingen am Bodensee. Eines hat sie bei Hausbesuchen oft zu hören bekommen. Patienten äußerten sich besorgt, dass sie trotz ihrer schwersten Erkrankung reanimiert würden, wenn sie unterwegs sind und einen Herzstillstand erleiden würden. Und das wollen sie nicht. Denn Statistiken zufolge sind nur ein Drittel der Reanimationen erfolgreich. Und nur jeder Zehnte kann seinen gewohnten Lebensstil fortsetzen. Das brachte Angelina Horber auf eine Idee. Mit Freunden entwickelte sie einen Stempel. Der soll auf der Brust klar signalisieren, no CPR, also keine Reanimation. Den Stempel bietet sie mit Patientenverfügung für etwa 120 Euro an. Geld habe sie damit bislang nicht verdient, aber viel Zuspruch erhalten. Der häufigste Ausspruch, endlich. Endlich haben wir etwas, wo wir sagen können, wir möchten das nicht mehr. Erst hatte Stefan Walser ein mulmiges Gefühl, sich zu stempeln. Mittlerweile ist es für ihn gerade vor längeren Autofahrten oder Radtouren ganz selbstverständlich. Wenn ich den Stempel drauf habe, ich gehe zum Biken, dann nehme ich die Natur noch viel intensiver wahr. Und ich gehe mit meinen Ressourcen viel sorgfältiger um. Doch Rettungssanitäter in der Schweiz akzeptieren den Stempel nur mit einer Patientenverfügung. Wer sich stempelt, sollte sie also immer dabei haben. Ob die sich im Notfall so schnell finden lässt, ist fraglich. Also wir beginnen zu reanimieren und selbstverständlich, sobald wir sehen, dass jemand so einen Stempel hat, dann suchen wir eine Verfügung. Und wenn das eben wirklich ganz klar ist, dann stoppen wir selbstverständlich die Reanimation. Das heißt aber auch im Zweifel reanimieren. Eben dagegen würde Stefan Walser notfalls klagen. Es ist ja mein Wille und die müssen das anerkennen. Angelina Horber will um ihr Projekt kämpfen, hat auch Anfragen aus Deutschland. Sie glaubt, jeder muss selbst entscheiden können, wann Schluss ist.